Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu FIFA 17, unserer Trainerkarriere mit Notts County. Wir haben direkt ein erstes Spiel wieder, und zwar im EFL Cup gegen MK Dons. Dons. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. MK Dons halt, ne? Gegen die Jungs von MK Dons. Wir haben eine recht gute Aufstellung, wie wir das letzte Mal festgestellt haben. Und ich glaube, wir bleiben jetzt auch mal so. Wir haben Dickinson. Das Team ist eigentlich jetzt wieder eigentlich so, ja, vom Prinzip her richtig fit. Wir gucken jetzt aber, dass wir auch alle richtigen Spieler wieder mitnehmen, die wir mitnehmen wollen. Haskins ist noch ein bisschen nicht ganz so fit. Traoré war verletzt. Ist auch immer noch nicht ganz so 100% fit. Stephens ist unser Neuer im Bunde. Und ich glaube, den werden wir jetzt direkt auch mal einsetzen. Na? Hollis darf jetzt mal weichen, sozusagen, aber nur für, ja, einen Teil jetzt, sag ich mal. Oliver ist vorne im Sturm, Woodman auf der rechten Seite. Machen wir das so? Machen wir das so? Ja, ich würde sagen, oder? Oder machen wir das, wo ist eigentlich Forte? Forte ist hier. Doch, wir machen das erstmal so. Ja, so machen wir das erstmal. Wir gehen los. Direkt ins Match rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. Wir haben ja in den letzten Spielen hart gekämpft und sind immer noch so ein bisschen an uns finden. Und der EFL Cup ist, oh, ich glaube, der ist eh nicht so einfach für uns. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser Hoffnung. Und daher wird das, glaube ich, eh ziemlich interessant werden. So. Nein, keine Abseitsfalle, um Gottes Willen. Aber ich würde fast sagen, wir gehen auf lange Bälle. Oh. Ja. Auf lange Bälle. Jetzt, super gehalten schon. Direkt die erste Chance. Oh. Klasse gemacht. War sogar ein Fäulchen. Ein Fäulchen. Also wir versuchen mal auf lange Bälle zu gehen. Ich glaube, das könnte zumindest mal für die erste Halbzeit. Ja, wir haben in der Abwehr nochmal nachgelegt. Mussten wir auch. Deswegen haben wir Stephens geholt. Und es war ein guter Einkauf. Aber wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen sammeln, ein bisschen fit werden und so. Aber das kriegen wir alles schon hin. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nach vorne kommen jetzt. Ja, können wir jetzt mal wieder hier vielleicht? Lauf mal nach vorne, Jungs. Zack. Oh! 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 Schade! Das wäre unser Stephens gewesen, oder? Das war eine super gedachte Sache eigentlich, aber er hat ihn nicht richtig angenommen, leider. Er konnte ihn auch nicht richtig annehmen, leider. Ja, da regen wir uns auf. So gehe ich hier auch wieder ab gerade, ne? Also. Oh. Das war mein Fail. Mal wieder. Das ist irgendwie noch nichts Neues bei mir. Oh, schade. Ab, geh ran, Oliver. Achtung da hinten, Vorsicht, Vorsicht. Alles Gütchen. Also Chancen haben sie auf jeden Fall schon. Wir sollten noch ein bisschen vorsichtig vorangehen. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen ein Stückchen in die Defense erstmal. Nicht auf Dauer. Alter. Ja, das war ein Foul. Wir können froh sein, dass wir von der Seite rein sind und nicht noch von hinten. Oh, das hätte übel enden können. Dass wir von der Seite rein sind. Ja, das hätte sehr übel enden können für uns.
Warum macht er den Ball so blöde? Also warum schießt er den Ball so blöde? Das war jetzt wieder so eine Hilly-Billy-Aktion eigentlich, ja? Okay, komm. Alles gut. Das ist nämlich der Unterschied. Unsere Abwehr, die steht eigentlich. Und wir haben so ein bisschen das Sturmproblem gerade. Super gemachte Aktion! Nein! Ah, falsche Taste, Mann. Da hätte jetzt Kempel vielleicht die Chance gehabt, um da mal reinzubrechen. Was war das? Egal, wir haben den Ball wieder. Alles gut. Was? Abseits? Really? Okay, ich sehe jetzt nicht, wann der Pass gekommen ist. Deswegen ist es ein bisschen blöd, aber okay, wenn er sagt Abseits, dann muss es wohl so gewesen sein. Den hat jetzt alles gut, kein Problem. Abstoß, genau, Abstoß, 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 weg hier. Weg hier, nochmal ein Abstoß, Mann. Ja, ich versuche das so ein bisschen an, FIFA ein bisschen zügiger durchzukriegen. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber es ist so, weil ja bald FIFA 18 schon kommt. In diesem Monat noch, im September. Und das, oh, wäre da schon einer gewesen. Och, Leute. Das war eigentlich schon ein gut gedachtes Ding. Ja, ich versuche FIFA so ein bisschen schnell voranzubekommen. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das hört sich einfach besser an. Abora, der zieht einfach mal ab. Der kann das von hinten. Der hat das schon mal bewiesen. Der kann das. Wir hätten noch ein bisschen besser laufen sollen. Paulo Dybala wissen wir schon, haben wir im letzten Mal schon gesehen. Also was ich sagen wollte ist, ich versuche FIFA so ein bisschen, also FIFA 17 so ein bisschen schneller zum Abschluss zu bringen. Das heißt also, dass wir vielleicht noch eine Saison mindestens haben. Und das ist ja die jetzige. Dass wir im Endeffekt danach wissen dann, wo wir zumindest gestanden haben. Und dann würde ich wahrscheinlich die Staffel beenden. Staffel 1 hat dann also zwei Saisons, sage ich mal. Und dann können wir mal gucken, ob wir eben in der nächsten, beim nächsten FIFA dann wieder Notts County nehmen. Müssen wir mal schauen, ob wir das machen. Vom Prinzip her würde ich fast sagen, ja, weil wir kennen die Mannschaft und mal schauen. Mal gucken. Außer wir würden irgendwie, ja, rausgeschmissen werden oder sowas. Das war wieder dumme Aktion. Wir würden rausgeschmissen werden und hätten ein neues Team oder sowas. Dann könnten wir auch vielleicht mit dem neuen Team dann starten praktisch. Aber das sehen wir noch. Das sehen wir noch, meine Freunde. Das sehen wir noch. Gut verteidigt auf jeden Fall. Zack. Zurück zu Rodman. Erstmal vor zu Oliver ein bisschen. Campbell müsste jetzt eigentlich laufen, aber er läuft nicht. Das ist ein bisschen blöde. Ne? Er hätte laufen müssen. Nein. Also in der zweiten Halbzeit müssen wir auf jeden Fall ein bisschen kräftiger werden. Ein bisschen, ne? Also da würden wir auch Snyders reinholen und Forte reinholen, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Das ist, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Ich glaube, das sollen wir machen. Zweite Halbzeit, holen wir die nächsten rein. Weil anders, da funktioniert das nicht. Wir müssen hier ein bisschen zacki-macki rankommen. Woodman, alles schön und gut. Aber ich weiß nicht, die sind irgendwie nicht so auf der Höhe ihrer Leistung momentan. Crone Reiter, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht. Der macht seine Sache gut eigentlich auf dieser Position. Vor allem, ich finde es gut, dass der so flexibel ist. Wir können den einsetzen. Das ist der Wahnsinn. Stephens da hinten. Stephens. War, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Was? Die kann man da auch einsetzen? What? No way.
Steed doch nicht. War, glaube ich, eine gute Entscheidung, ihn zu kaufen. War eine gute Entscheidung, auf jeden Fall. Anweisungen müssten eigentlich vom Prinzip her passen. Wir können Snyder auch nachher rumziehen. Eventuell, wenn wir sagen, okay, nee, gefällt mir nicht, wir machen das jetzt nicht mehr. So, wir gehen jetzt ein bisschen in den Angriff und gehen mal weg von den langen Bällen und gehen auf Konter. Das probieren wir jetzt mal. Guck mal, der Forte, der läuft da auch direkt. Oh, 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 schade. Der Forte läuft auch direkt nach vorne, ne? Der hat die Anweisung. Die anderen hatten sie, glaube ich, auch. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich glaube, die anderen hatten auch die Anweisung, nach vorne zu brechen. Und vor allem halt auch vorne zu bleiben dann, ne? Der bleibt ja auch so ein bisschen im Mittelfeld, aber das ist okay. Weil ein bisschen zurückfallen muss er ja trotzdem. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir kein Tor kassieren. Schon wieder, aber ich will auch nicht schon wieder Verlängerung. Da habe ich echt keinen Bock drauf schon wieder. Das war jetzt... Ah ja. Also das Team macht es auf jeden Fall gut. Muss man so sagen. Forte macht es gut. Forte ist gut dabei. Einwurf. Zack. Rüber. Lauf ein bisschen vor, Snyders. Komm. Du kannst nämlich auch aus der Entfernung abziehen. Genau deswegen. Hättest du noch ein Stückchen laufen können, dann hätten wir vielleicht ein bisschen kräftigeren Schuss abgekriegt. Aber egal. Wir probieren es trotzdem. Wir kämpfen. Wir kämpfen. Mist! Aber jetzt! Nein! Drei Versuche, kein Tor. Mann! 3 Versuche und kein Tor. Ist das heftig? Das ist heftig. Der blockt uns, weißt du? Hardcore. Voll der Blocker hier. Das war ein Foul. Lo. So, hier hin. Zack. Und Kopfball. Nein, falsche Richtung, Junge. Jetzt schnell zurückziehen, Jungs. Abora mit dem Vorprescher. Crone Vader. Zack, nach unten erst einmal. Capriolet, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Oh, Mist. Ich dachte, Forte kommt dran. 70. Minute werden wir nochmal auswechseln. Kein Foul. Was? Das war kein Foul, Junge. Was ist los mit dir? Alter, da ist über mein Bein gestolpert, als ich den Ball weggeschossen habe, Mann. Was gibt bei dir? Junge, was ist los? Kannst du nicht machen, Mann. Ah, weg mit dem Ding! Vor damit. Komm. Go. Guys, let's go. Ah, der Oliver, der ist eigentlich schnell, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Der ist nicht so fit genug, glaube ich, da vorne. Das ist also... Wir haben eigentlich gute Stürmer vorne. Wir werden es auswechseln. Wir müssen auswechseln, das bringt nichts. Also, Crone Vader muss jetzt raus. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Nein, nicht Seed. Wo ist Heskett? Mann! Ah! Heskett! Ich hab doch Heskett mitgenommen. Och, Mann, was ist los mit dir, Mann, Boy? Okay, machen wir so. Ich dachte, ich hätte Heskett mitgenommen. Was habe ich denn gemacht, Mann?
IV, IV. Ey, der kann auch FV spielen. Okay, der ist noch ein bisschen fitter als er. Dann machen wir das halt folgendermaßen. Dann ziehen wir den halt ein Stückel zurück. Ah, ich habe Hesket schon wieder nicht mitgenommen. Warum habe ich den daheim gelassen? Habe ich das gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Geil. Super. Was weißt du denn überhaupt, Mann? So, wir müssen jetzt... Wir müssen zum Tor kommen. Das ist jetzt wichtig, weil sonst müssen wir in die Verlängerung schon wieder. Und ich bin dann fast am Überlegen, ob wir doch nochmal im Sturm gucken, ob wir da nochmal einen besseren kriegen. So leid es mir tut. Für Steed, für Snyders, die hier wirklich gut sind. Wobei Snyders können wir natürlich auch flexibel einsetzen an der Außenbahn. Von daher kein Problem. Forte ja genauso. Steed weiß ich gar nicht. Ich glaube, Steed ist nur ein Sturm. Aber wir brauchen da vorne einen Knipser, der auch wirklich sein Potenzial nutzen kann. Der gibt nicht auf da vorne. Guck dir den an, Alter. Das ist so eine richtige Kampfsau. Krass. Da müssen wir vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt zum Einsatz kommen. Ach, nein, Oliver, Mann. Volles Rohr nach vorne jetzt. So, wieder so eine... Eigentlich eine gute Sache, ne? Abora kommt da nicht hinterher. Aber ist egal, Defense ist da. Was? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Alter, haben wir schon wieder so Luck! Keeper! Keeper! Hopp ihn! Hopp ihn, Junge! Alter! Das darf doch nicht wahr sein! Nein! Alter! Alter! Was ist hier los, Mann? Das darf doch nicht wahr sein. Wir kriegen das Ding nicht weg und die treffen nur Pfosten und Latte und keine Ahnung, Keeper und alle. Wir haben einen super, 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 super Torwart. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Hirzel war eine super Investition. Klasse Ding. Hirzel, klasse. Wow. Jetzt sagt er faul, Alter. Komm, Alter. Du bist auch so ein Faul. Also mit Hirzel ein super Fang gemacht, definitiv. Schon wieder Verlängerung, ey. Oh, nicht wieder Elfmeter schießen. Bitte. Kann ich nochmal auswechseln? Ich weiß es nicht, ob ich nochmal auswechseln kann. Duffy, so leid es mir tut, geht da vorne hin. Nein, scheiße. Okay, wir müssen jetzt auf Risk spielen. Hard Risk, das heißt, wir nehmen die Verteidiger mit nach vorne. Oder? Nein, den hat er nicht gekriegt. Schade. Ach, Schiri, komm. Was ist mit dir los, Mann? Kannst du nicht bei jeder Kacke schon wieder pfeifen, ey? Auch so eine Pfeife der Schiri. Oh, nein, 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 habe ich gesagt. Nein! Eckball. Eckball, 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 zack. Und weg mit dem Ding! Weg mit dem Ding, habe ich gesagt. Nicht dahin, wo er nicht hin soll. Oh, really? Schiri. Ein bisschen Zweikampf muss ja wohl erlaubt sein, Mann.
Wir erhöhen den Druck. Wir erhöhen den Druck, Verteidiger mit vor. Was war denn das voll? Der theatralische Abgang von Forte? Eckball. Oh mein Gott, schon wieder so ein hartes, spannendes Spiel, ey. Und dann wieder EFL Cup, ne? Wieder der EFL Cup. EFL. Heftig. Nach vorne, Jungs, nach vorne. So weit, wie es nur geht, nach vorne. Foul. Vorteil. Es war abseits, es gibt eine gelbe Karte, glaube ich, noch für ihn, aber egal. Was sind denn das auch für Luschenpasse? Pässe. Passe. Ja, 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 ja! Nein! Ah! Ah, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Eigentlich wollte ich ja auch, dass er auf Snyder geht und nicht auf ihn. Da war das Snyder? Ich kann den vom Face noch nicht auseinanderhalten wieder. Nee, Snyder ist das hier. Das war Oliver. Nee, Sarr war das sogar. Sarr. Sarr. Der Sarr war das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zweite Halbzeit. Ich will kein Elfmeterschießen schon wieder. Bitte. Kein Elfmeterschießen, Mann. Leute. Tut alles, was ihr könnt. Bitte. Weil ich glaube nicht, dass wir zweimal so ein Glück haben. Forte! Zieht einfach mal ab, das Ding. Jawoll. Zack. Eckball. Er hat es einfach mal versucht. Ja! Yes, Mann! Ja! Steed! 1:0 für Notts County in der Verlängerung. Ja! Was für ein geiles Ding! Alter, yes, Mann! Ja! Entschuldigung. Das könnte etwas laut gewesen sein. Jonathan Steed, unser Held. So, direkt Abwehrriegel, Boys. Wir gehen auf Ballbesitz. Wir gehen auf Pressing. Und die Fans von Notts County fangen an zu singen. Ja, die kommen halt nicht mehr hinterher jetzt, ne? Die sind fertig. Aber Hirzel klärt da hinten wieder. Weg mit dem Ding. Jawoll. Und ganz ruhig bleiben, Jungs. Ganz ruhig bleiben. Alter, Forte. Forte probiert's nochmal. Der will wieder nach vorne. Forte geht nach vorne auch. Der macht das Ding vielleicht nochmal zusätzlich rein. Nein, macht er nicht. Der schießt aber einfach mal nach vorne. Ah, krasses Ding aber. Geil gedacht. Oh, den habe ich nicht gekriegt. Schade. Was für ein geiles Ding aber. Zack, gut verteidigt. Sehr schön. Schönes Ding. Dranbleiben, Jungs. Ganz ruhig bleiben und dranbleiben jetzt. Auch wieder gut. Einfach weg mit dem Ding. Genau, so muss das sein. 2 Minuten Nachspielzeit. Und Steed wieder im Anmarsch. Steed wieder im Anmarsch. Der ist noch fit. Der will noch mehr. Der will mehr. Und Forte. Hui, 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 hui. Forte mit der nächsten Chance. Zum 2:0. Jetzt wieder Eckball. Kriegen wir dieselbe Aktion wieder hin? Kriegen wir das wieder hin? Ich glaube ja nicht.
Aber egal, der Ball ist safe, der Ball ist in unserer Hand. Und zack, 1:0 Sieg. Yes, hart erkämpft in der Verlängerung. Boah, was für ein Ding. Hey, die Zwillingsbrüder sind wieder am Start. Geiles Ding. Boah, hier füllt die Cup. 1:0. Es geht weiter. Unsere Reise im Cup. Ist das der richtige Weg für die Mannschaft? Kommen wir jetzt langsam aber sicher zurück? Fakt. Was definitiv Fakt ist, wir werden die Aufstellung erst einmal definitiv so lassen. Wir werden nichts umstellen. Angebot ist akzeptiert. Worum geht's? Dumitru, stimmt, wir haben ja noch einen geholt. Einen LF, genau, einen richtigen LF haben wir ja noch organisiert. Neuverpflichtung, Gratulation, Weg, wenn der medizinische Test absolviert hat. Geiles Ding. So, wir haben jetzt nochmal einen neuen, was aber sehr gut ist. Jetzt haben wir nochmal einen zusätzlichen, den wir einsetzen können. Das ist super. Für Ordell, wir haben ein Transferangebot für Ordell. Der ist auf der Leihliste, gell? Genau, okay, das nehmen wir an, das ist okay. Den verleihen wir, weil... Na, er braucht Spielpraxis. Bei uns kriegt er die halt nicht und... Ich möchte ihn halt nicht verkaufen, wobei wir ihn vom Prinzip her jetzt sogar verkaufen könnten, weil wir ja nochmal einen IV gekauft haben. Und ich würde sagen, das auch recht erfolgreich. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz hier gucken. Reservespieler, Auswechselspieler, Heskett war doch drin. Merkwürdig. So, wir holen Heskett jetzt wieder rein. Und was wir jetzt wirklich nochmal machen, weil die Transferperiode noch ist, es ist noch Transfertime. Also Stevens, da hat sich sowas von bewiesen da vorne. Und Milson holen wir auch mal wieder in die Startelf. Das ist unser Neuer. Der kann sogar Sturm spielen. Alter, hey, zack. Bitteschön, kriegst du eine Chance im Sturm, Digga. Digga. Oliver ist halt ein guter Spieler, kann halt auch nur Sturm spielen. Steed ist auch ein MS und Snyders kann halt LF und RF spielen gleichzeitig. Also das ist auch gut, also gleichzeitig nicht, aber kann auch diese Position spielen. Von daher ist der nämlich sehr, sehr gut einsetzbar. Traoré ist wieder fit. Sieht zumindest mal so aus. Ich glaube, den müssen wir einfach noch ein bisschen mehr trainieren. Wisst ihr, wie ich meine? Dass er einfach noch ein bisschen stärker wird vom allgemeinen Gefühl her. Ja, das nächste Match ist gegen Gillingham in der Liga wieder. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. 1:0 Sieg im Cup. Sehr, sehr geil in der Verlängerung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt FIFA 17 mit Notts County. Tschüssi.